Wir haben das Layton-Mobil immerhin schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Bestimmt ist irgendein Bauteil kaputt gegangen. Professor, ich hoffe, Sie sind mittlerweile davon überzeugt, dass dies das London der Zukunft ist. Da wir nun diesen wichtigen Schritt gemeistert haben, möchte ich Ihnen vom Schicksal Londons erzählen. Aber am besten wäre es, wenn ich dies persönlich tun könnte. Bitte kommen Sie ins Spielcasino Silver Seven in der Flatstone Street. Ich erwarte Sie dort. Nun, was sagst du, Luke? Bist du bereit für ein Treffen mit deinem Pendant aus der Zukunft? Ach, ich weiß nicht. Bei dieser ganzen Angelegenheit ist mir seltsam zumute, Professor. Verständlich. Okay. Während der Katzin haben wir ganzes gegessen, aber das werdet ihr sowieso nicht hören. Maxi-King, hey. So. Hunger. Zu viel gekleckert. Kapitel 2, junger Mann namens... Na, wie laufen die Ermittlungen mit dem Rätsel auf dem London der Zukunft? Wir hoffen doch gut. Hier noch ein kleines um die nötige ja. Ja, okay. Ja. Okay. Ich kann doch zurück. Ja, ja. Ah, zu viel gekleckert. Auch nicht, ich kann dir ganz zuhören. Ja, okay. Gauze hat die Kicker. Gieß mal einen. Ich will nicht, ich bin schon irgendwie voll. Was? Nimm! Ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf Schokolade, so teilweise. Okay. Ess du dann, ja, nimm du. Danke. Weiter geht's. Was soll ich jetzt machen? So, okay. Zwei Parts wolltest du nun weitermachen, oder? Hm? Zwei Parts? Ja. Jeweils halbe Stunde? Ja, oder so. Ja. Ich glaube, wir schaffen insgesamt... Luke, wenn wir zum Casino wollen, müssen wir die U-Bahn zu Flatstone... Ach, wirklich? Verstanden, Professor. Ich glaube, wir werden insgesamt... Wie viele Rätsel schaffen? Schmeckt gut. Raffaello? Ja. Ich weiß... was glaubst du? Ich glaube, wir schaffen mindestens 30 oder mehr. Ja... Da wären wir zurück in der Flatstone Suite. Ja, aber keines der Gebäude hier sieht mir so wie ein Casino aus. Wir sollten jemanden fragen, der sich hier auskennt. Gar kein Problem, so. Ich frage mir einfach den Herrn, der gerade stürmt. Ja. Zwerg, ich gebe dir noch 5 Sekunden, um das dämliche Gegaffe zu lassen. 1, 2. Ich bitte, entschuldigen Sie, mein Herr, ich bin schon weg. Geht mir so gut, oder? Wir fragen jemand anderen, der dieser Mensch ist, ein bissiger, ein tollwütiger Zwergpinscher. Und ich dachte immer, dass dir kein Tier zu wild ist. Hahaha, bitte Professor, seien Sie nicht so gemein, ich hatte richtige Angst. Ach Lu, beruhige dich doch, ich wollte doch nur ein wenig aufheitern. Wieso suchen wir nicht jemanden anderen, der uns weiterhelfen könnte? Wie hier? Dicke Nase. Richtig dicke Nase. Heute weht wirklich ein angenehmes Lippchen durch das Viertel. Ja, du, Bertha. Bertha, ich bin ganz Ihrer Meinung, werte Dame. Da kann man sich doch schön an der Themse niederlassen und einen Buschritt in der Freiheit tun. Apropos Schritt, hört euch mal dieses Rätsel an. Das haben meine Mann und ich mein gemeinsamer Tag. Was war das denn?
Also, aufgemerkt. Ich kann mir nicht. Ich kann. Hä? 19? Ich kann. Manchmal überspringen. Nee, okay. Ich kam nicht mehr klar mit der Sprache. Eine Brücke besteht aus schwarzen und weißen Platten. Ihr Schachbrettmuster geordnet. Du musst sie an mit den fein markierten Stellen auch betreten und verlassen. Dabei kannst du entweder senkrecht oder waagerecht von dem Feld zurück in diesen gehen. Bis zum Ziel du genau vier schwarze. Wenn du diesen Anweisungen folgst, wie viele mögliche Wege ergeben sich? Warte, wie viele? Bis zum Ziel sollten. Bis zum Ziel sollst du genau vier schwarze und drei weiße Felder passieren. Kann man hier zeichnen? Ne? Okay. Vier schwarze, drei weiße. Ja. Warte, zählt das erste mit? Nein. Warte, doch, glaube ich schon. Das muss zählen. So. Da steht da vier schwarze und drei weiße. Mhm. Warte, da steht da genau. Hier. Einen Weg haben wir. Okay. Eins, zwei, drei, vier schwarze. Eins, zwei, drei weiße. Hier beginnt man eh immer, ne? Muss man nicht, du kannst auch mit einem weißen anfangen. Nee, hier ist das frei. Hier ist Start, Ende. Ach so, okay. Kann man senkrecht? Du musst in deine Fallmarketten schnell betreten. Dann sehen wir senkrecht oder waagerecht. Der zweite Weg. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Ja. Stimmt, okay. Ja. Wenn er hier geht, ist es zu weit. Kann er nicht einfach von hier aus? Nee, hier geht's auch. Guck mal hier. Drei, oder? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Dann ist das nächste. Du musst noch einen Weg geben. 1, 2. Ich sehe noch einen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, hier, warte. Ah, so. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Hier, den auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte mal. Das haben wir. Den Weg, den ich gesagt habe. Von so aus, dann so. Geht's auch. So, ne? Mhm. Aber warte, nach oben. Weiter nach oben und dann... Nein! Weiter nach oben. Und dann hier. Geht auch. Vier schwarze. Ja, aber das geht auch so. So, okay. Dann dein Set, oder? Eins, zwei. Mein Weg jetzt noch dazu. Drei, okay. Einfach geradeaus hoch und dann nach rechts. Okay. Jetzt gehst du noch ein. Hier. Von hier aus. Oder hier sogar. Bald gehen die Farben 1, aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geht auch. Von hier aus da hoch. So. 7 oder was? Nee, ist noch, es gibt noch einen. Wo siehst du noch einen? Hier. So, dann so, dann so, dann so. 1, 2, 3, 8. 4, 1, 2, 3. Oder 9. Ich glaube 9 gibt es insgesamt. Warte mal. Das waren bisher 8. 7 meine ich, oder? Ich zieh die Farben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, okay. Gibt's da noch eine Möglichkeit? Gibt's noch eine? Eigentlich schon. So, dann so und so. Wo? Den Weg. Warte, ich zeig dir mal. Mit welcher Farbe kann man das noch? Noch einen fetten. Braun hier. So. Ach, scheiße. Nein, den haben wir schon. Ja, den haben wir schon, ja. 18? Nein, es gibt mehrere. Mal löschen. 8 haben wir. Ich glaube, es gibt insgesamt 9. Oder 12? Was ist, wenn man den Weg geht, so und so? Gedanken. Haben wir schon. Ja, hatten wir eben. Was ist, wenn man so? Haben wir auch schon, oder? Hatten wir? Ich glaube, es gibt 12. Oder geht das? 1? Wie viele Felder sind das insgesamt? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, okay. Ich habe eine Idee, warte mal. Jetzt zeig dir nochmal alles ein. So. Echt so. Jetzt? Nochmal? Es gibt mehr als 8. So. Dann so. Geht das so? Ja. Gibt's noch eine Möglichkeit von da, von so dann so? Doch. So, okay, dann so, dann so, dann so. Ja, so gibt's auch, ne?
So, dann so, dann so, dann so, dann so. Ist doch, oder? Mhm. Lass mich lieber zeichnen, du hast ja Schwierigkeiten damit. Ne, ich hab noch eins. Von jedem Weg gibt's irgendwie vier hier. So, dann so. Dann 16 oder was? In die Richtung haben wir jetzt alle, oder? So in diese Richtung oder meinst du von der? Ich glaube, es gibt noch richtig viele. Mhm. Machen wir die nächste Farbe. So. Von der hier. Einmal so. Bis nach hinten. So. Dann so, dann so, dann so. Ja, von der gibt es wieder drei nur, ne? Wie viele gibt es denn? Von diesen gibt es nur drei, oder? Ja, 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 drei. Ne? Das heißt, vom nächsten gibt es nur zwei. Ja, was jetzt? Eins. Ja. Ja, zwei. Und dann oberen einen. Ja. Drei. Warte, vier, drei, zwei. Okay, jetzt von anderen. Neun. Okay, zehn haben wir. Also das. Also hier vier. 3, 2, 1. Das sind 1, 2, 3. 10 insgesamt. Ja, 10. Jetzt von unten. Ja. Also hier. Mhm. Erstmal den. Warte, lass mich mal. Lass mich du mal so, ne? Ja, so. Erstmal so. Und von hier aus? Geht's auch anders? Mhm. Keine andere Möglichkeit. Du kannst auch so gehen. Nein. So, das geht da nicht, ne? Mhm. Nee, ich konnte zu. Okay, warte. Also 1. Mhm. Dann gerade hoch und dann rechts. Ja, ich glaube, das sind 12. Ja, 12. Ist noch ein? Mhm, ich sehe keinen anderen. So, dann so. Dann so. Und dann so. 13. Guck. Warte nochmal. Das gleiche Prinzip kannst du dann nochmal machen. Ja, warte, warte, komm mal hier von oben so. Ganz normal, das ist jetzt ein anderer. So, so. Was hat hier eben so, ne? Ja. Dann so, dann so, so, so. Und das kannst du jedes Mal machen, nochmal, mit jedem Feld. Also haben wir hier vier von diesen Farben, ne? Vier, ne? Und hier nur einer? Ja, 15. Ja, 15 sind es. Okay, 15. Habe ich nicht am Anfang das auch gesagt, 15? Danach? 12. Habe ich aber auf 15, egal, gucken wir mal. Aber glaub ich glaube, ich habe umsonst jetzt... Sollte es stimmen. Ja. Wir haben jetzt echt umsonst, egal. So? Das hätten wir. Ich glaube, wir haben zu lange dafür gebraucht. Egal. Guck, das waren die ganzen Möglichkeiten. Obwohl, wir hätten einfach. Wir hätten einfach mal rechnen sollen. 3 mal 5. Einfach guck mal, da gab es 3 Dinger und hier 5, ne? Ja. Boah. Egal. Gar nicht schlecht gemacht. Das war eine Knobelarbeit. Ach, ich habe sogar eine Spaziergänge mit meinem. Nein. Oh. Ich habe immer. Egal. Ich habe so gerne im Spaziergang mit meinen Beinen. Das hast du nicht gesagt. Das hast du nicht. Besonders nach dem Abendessen. Was für eine schöne Zeit das war. Ach, das ist jetzt schon alles lang her. Ja, leider. Er hat hier eine neue Stelle angetreten. Aber dort muss er schuften wie ein Sklave. Ich sehe ihn zu Hause fast gar nicht mehr. Ich bin ein richtig guter... Ey, Synchronsprecher Gautam. Synchronsprecher Gautam. Muss sein. Ich werde langsam berühmt hier. Stell mal vor, einer hört mich so und sagt so, oh, der hat eine gute Stimme, er hat eine gute Stimme. Casino, ne? Ja, Casino, aber... Wo ist das denn? Ich muss erstmal mit den Leuten hier reden. Das ist ein Spaß, die hier muss ich auch noch... Casino, ist doch das? Oder nicht? Mhm, Casino ist richtig groß. Mhm. Was wollen Sie von mir? Tun Sie mir nicht an, bitte, ich flehe Sie an. Ich verstehe es einfach nicht, wieso haben Sie denn so große schreckliche Angst vor mir? Vor dir? Nein, es ist dein Freund mit dem Zylinder. Und nein, ich doch. Er schaut mich an. Wieso beruhigen Sie sich doch? Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Wir wollen doch nur von Ihnen wissen, wie wir zu Casino Silver Seven gelangen. Er sollte irgendwo in der Nähe sein, nicht wahr? Zum Casino? Oh, jetzt verstehe ich. Das ist ein Test. Sie wollen sehen, ob ich plaudere. Und wenn ich sage, wo das Casino ist, dann heißt es Adieu und auf Nimmerwiedersehen. Ich verstehe kein Wort. Nein, oh nein. Hilfe, Hilfe. Ah, okay. Hilfe, Hilfe. Warte. Und da ist, okay. Da ist er schon wieder weg. Hm? Der arme Tropf. Man könnte fast meinen, er hätte eine üble Erfahrung mit jemandem gemacht, der mich eh nicht sieht. Er ist allerdings nicht der Einzige, der so merkwürdig auf ihren Mut reagiert. Hm, in der Tat. Wenn ich einen mysteriösen Doppelgänger habe, dann ist er nicht gerade beliebt.
Konnte ihr Hut nicht eine Weile atmen? Wer weiß, vielleicht könnte uns das Ärger ersparen. Das ist Auge kommt dann. Du weißt gleich, ich glaube, jetzt kommt die Katze. Nein, warte, kann das sein, dass der Boss von den Gangstern einen Zylinder hat? Und deswegen alle Angst haben? Teilweise hat er einen Zylinder, aber das wirst du noch später rausbekommen. Du hast irgendwas damit zu tun. Du wirst noch später rausbekommen. Auf gar keinen Fall, mein Lieber. Ein Gentleman zeigt sich niemals ohne die passende Kopfbedeckung. Nun, dann haben sie wohl recht. Wie geht es weiter? Becky, die junge Dame aus dem Hotel, das hat schon sehr geholfen. Wieso fragen wir nicht sie? Ich glaube, bald kommt die Cutscene. Boah, wieder Schwertkampf? Nein, ich hab dir mal erzählt, dass er eine Freundin hat. Scheiße. Ich wollte das nicht sagen. Ja, rasch zu schwanken. Nein. Ich werde das sowieso raus. Ja, wieso gehst du hoch? Ich wollte es eigentlich gar nicht. Das ist wichtig. Warum steht sie eigentlich in der Ecke da? Komm da raus! Wie? Ihr sucht nach dem Silver Seven? In der Tat, wir wollten uns dort mit jemandem treffen. Bevor ihr dort reinspaziert, solltet ihr wissen, dass der Laden den Clan gehört. Deine Fürsorge ist berührend, Becky, aber wir müssen wirklich dorthin. Wenn du es sagst... Hey, super. Omi ist gerade wieder eingenickt. Sie würde ganz sicher keinen Freudentanz aufführen, wenn sie wüsste, wo ich das schicke. Wir müssen uns doch keine Sorgen um unser Wohlergehen machen, wenn du dorthin begeben, oder? Nicht, dass ich Angst hätte, aber man weiß ja nie. Schön, dass du so tapfer bist. Mut ist ja bewundernswert, aber nicht immer hilfreich. Sei es drum, ihr wisst ja, wo die U-Bahn-Station der Flatswing Suite ist, oder? Vom Eingang aus geht ihr immer schön nach Norden, dann seht ihr den Ladenwald. Irgendwie ahnte ich das schon, dass das Casino in dieser Richtung liegt. Echt, wieso das denn? Der Typ stand da, oder? Ganz einfach, der letzte Mal stand da, dieser Gangster bewachte den Weg nach Norden. Sowas ist natürlich auffällig, aber wir können ja nicht einfach an ihn vorbei. Kann man schon. Na, vielleicht hast du jetzt mal Glück. Diese Spießgesellen ändern ziemlich oft den Standort. Oh, gut zu wissen. Ganz schön dumm von ihnen, oder? Schaut doch mal dort vorbei. Ich bin mir sicher, dass sie viele Typen inzwischen ihren... Oh, Omi! Becky! Diese Herrschaften sind unsere Gäste. Drück dich bitte etwas höflich aus. Bitte nehmen Sie es nicht übel, gnädige Frau. Becky half uns bloß dabei uns etwas Ruhe zurechtfinden. Ach, tatsächlich. Nun, dann bin ich ja sehr erleichtert. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ich glaube, ich kann echt Synchronsprecher werden hier. Nein. Der bayerischen Kanal. Vogel. Das ist das nächste. Sehen Sie doch mal diesen Vogel dort oben. Professor, was ein hübsches Wiederkehr. Das ist nicht weiter wunderlich. Immerhin ist das ein Papagei. Aber wie kommt der nun hierher? Ah, der Papagei. Wie ist das Wetter? Wo da oben? Aha, da warst du wohl ein bisschen zu nassforsch, mein Junge. Schon ist er weg. Schade. Ich wollte ihm bloß noch einen guten Tag wünschen. Das war auch nichts anderes zu tun, oder? Sehen Sie nur, der Finsterling, der vorhin hier eine Waffe gestohlen hat, ist nicht mehr da. Dann war es Beckys Einschätzung wohl gehört durch. Lass uns schnell weiter nach Norden gehen. Okay. Professor? Oh, wie schön, Herschel. Gefällt sie dir? Ja, sie gefällt mir sogar sehr. Wie lieb von dir. Vielen Dank, Herschel. Das richtige Geschenk zu wählen, kann ein Rätsel für sich sein. Na, dann habe ich ja wirklich Glück. Du sagst doch immer, jedes Rätsel hat eine Lösung. Ja. Claire, weißt du... Was denn? Wenn ich wirklich Professor werde, dann werden wir... Was dann, Herschel? Ist nicht so wichtig. Nun zier dich doch nicht. Erzähl mir doch, was du dann machen willst. Ach, nur so ein Gedanke. Das Essen hier ist lecker, oder? Hey, jetzt lenk doch nicht ab. Hab ich doch gar nicht. Hast du wohl, mein Lieber. Hm,
Sag ich ja. Er sah schwul aus, Professor Layton, früher. der so ähnlich mit wie Luke, ja. Oder? Professor. Ist irgendwas, Professor? Sie sehen aus, als hätten sie ein Gespenst gesehen. Nein, alles in Ordnung. Meine Sinne haben mir wohl gerade einen üblen Streich gespielt. War es die Dame, die uns gerade entgegen kam? Seltsam. Aber ich muss mich getäuscht haben. Sie erinnert mich bloß an niemanden. Dieser jemand ist, er hat eine bestimmte Bedeutung für Layton. Herrschel? Seine Mutter. Du wirst nur denken, Enike, übertreib. Das ist richtig spannend, die Story. Ich kenne es schon. Ja, nicht, also ein bisschen. Nicht so eilig, Herrschaften. Darf man fragen, wohin Sie wollen? Ist das der Bösewicht? Nein. Wir möchten zum Spielcasino Silver Seven. Wir sind mit jemandem verabredet. So. Auf ein Rendezvous ins Casino, wie? Klingt ja verdächtig. Passt lieber schön auf den Schauf. Psst, Professor, ich glaube, der Kerl will uns Angst einjagen. Der flüstert, liegt in das Auge. Unhöflich. Wenn das wohl meine Nase tut, kleiner Mann. Oh je. Ja, ich verzeihen Sie. So ist es brav. Da du den Fehler eingesehen hast, will ich mal nett zu sein. Ich will nicht ungehörig klingeln, werter Herr, aber würden Sie uns bitte vorbeilassen? Die Zeit drängt und wir müssen wirklich weiter. Aber natürlich, mein Bester, sobald Sie dieses Rätsel gelöst haben. Was ist das? Ey, ich mag jetzt einfach diese Stimme zu machen, das ist irgendwie geil. Spiegel. Lies. Hey! Warte mal. Hey, nicht Antwort gucken. Ich weiß. Wieso verdeckst du das? Ja, okay, komm. Siehst du diese drei kurierenden Symbole? Interessanterweise haben sie eine Gemeinsamkeit. Bei jedem der drei handelt es sich um denselben Großbuchstaben, der jeweils entlang einer anderen Achse gespiegelt wird. Um welchen Buchstaben handelt es sich? Ich hab's. Ein Buchstabe, ne? Mhm. Wir können eigentlich das ganze ABC jetzt durchgehen. Ich hätte spontan gesagt A, aber es ist irgendwas Rundes noch. Das heißt. Strich und rund. A. B. B ist es nicht. Nein. D ist es auch nicht. Alle Runden mal bedenken. P. Richtig. Wenn das jetzt richtig mal ist. Sehen, ob das stimmt. Ja, P war es. Zu einfach. Sag ich doch. So gefällt mir das. Sofort die Antwort wieder entdeckt. Ja, man sieht es. Das Rätsel war easy. Sehr gut, zur Belohnung gebe ich einen wertvollen, wie auch furchtbar kryptischen Hinweis. Ein Hut wie Ihrer verheißt Gefahr. Passen Sie auf, wo sich damit zeigen. Erklären Sie mir bitte die Sache mit dem Hut. Wer außer mir trägt hier noch einen solchen Zylinder? Ach, aber ich will Ihnen doch nicht die ganze Überraschung vermiesen. Finden Sie es selbst heraus. Das ist doch gar nicht. Fürs Bilderbuch? Ja, das, also ja, damit können wir jetzt momentan. Das ist Casino. Oh, das ist aber ein auffälliges Gebäude. Das betrachten wir im nächsten Part.